Kapitel 11 Das Ende. Nachdem Ygerna auf dem Weg zurück in ihre Zelle war und er den Paladin Anweisung gegeben hatte, die Kammer für ihre Hinrichtung herzurichten, ließ sich Lucien erschöpft auf den Stuhl sinken. Er wusste, dass das Mädchen recht hatte, dass Damien es nie verstehen würde. Wie konnte er auch? Wie konnte es irgendjemand? Es war nicht so, dass Damien noch ein Kind war und er ihm zur Wiedergutmachung dafür, dass er seine Liebe tötete, einfach einen Hundewelpen und eine große Tüte Süßigkeiten kaufen konnte. Aber er wusste auch, dass er es tun musste. Er hatte nicht wirklich eine Wahl, es war seine Pflicht. Zum ersten Mal verabscheute er seine Arbeit und die Position des Göttlichen, die ihm das Universum so überaus zuvorkommend hatte zukommen lassen. Doch dies war nun mal der Preis, den er dafür bezahlen musste, dass er den Jungen nicht getötet hatte, als er ihn auf dem Altar als Baby gefunden hatte. Er hatte gewusst, dass diese Entscheidung irgendwann Blutvergießen mit sich bringen würde, auf die ein oder andere Art, selbst wenn es nicht Damiens Blut sein würde. Er hatte damals seine Entscheidung getroffen, und nun gab es keinen Weg zurück. Es war an der Zeit, die Zeche zu zahlen. Dass Damien nicht da war, war sein einziger Trost. Es machte die Aufgabe erträglicher. Doch sobald die Sache vorbei war, würde er alles tun, um den Jungen zu finden. Lucien versuchte sich einzureden, dass, sobald er den Jungen gefunden hatte und er ihm in Ruhe erklärt hatte, wie Ygerna in die Morde an den Kindern involviert gewesen war, Damien irgendwie zurechtkommen würde. Er würde verzweifelt sein, ja, aber er würde zurechtkommen. Emotional gebrochen, aber irgendwie würde es gehen. Er würde es verkraften und mit der Zeit würde wieder alles in Ordnung kommen. Wahrscheinlich. Lucien war nicht danach, sich zu rühren. Er würde einfach in seinem Stuhl sitzen bleiben, bis einer der Paladine kam, um ihn für die Zeremonie zu holen. Ein rascher Hieb mit dem Schwert, wie er es tausende Male zuvor getan hatte, und alles war vorbei, obwohl Lucien das unangenehme Gefühl hatte, dass es gerade erst anfing. Die Zeit verlangsamte sich mehr und mehr, bis sie nur noch dahin kroch, während Lucien dasaß, das Kinn in beide Hände gestützt, auf das Unausweichliche wartend. Er hatte zahllose Hinrichtungen vorgenommen, seit er die Rolle des Göttlichen angenommen hatte, doch zum ersten Mal fühlte Lucien jeden Schlag seines Herzens gegen den Brustkorb, als er wenige Stunden später die Kammer betrat. Normalerweise war er viel ruhiger, was diesen Teil seiner Pflichten betraf. Normalerweise wollte er es einfach nur hinter sich bringen und danach einen langen Spaziergang an der frischen Luft machen. Er hatte mit der Zeit gelernt, sich gegenüber dem Weinen und Schreien, dem Winseln um Gnade und den wie im Wahn gestammelten Beteuerungen von Reue und Widerruf emotional abzuhärten. Doch er wusste, dass dies hier allein seine Standhaftigkeit zeigen würde. Er fühlte sich ein wenig wie ein Feigling, als er dem Mädchen die Augenbinde umlegte, und wünschte sich, dass auch er selbst nicht würde ansehen müssen, was nun kam. Leider schrieben die Konvention und auch Sicherheit vor, dass zumindest der Henker seine Augen offen ließ. Die Wachen mussten Ygerna noch nicht einmal zu Boden drücken. Still kniete sie sich vor ihm hin, den Kopf nach vorn gebeugt und den Hals entblößt. Sie gab kein Geräusch von sich, kein Gestammel oder dem Flehen nach einer zweiten Chance. Es schien, als hätte sich das Mädchen mit seinem Schicksal abgefunden, auch wenn Lucien selbst das noch nicht getan hatte. Als er das Schwert hob, schien die Klinge schwerer als jemals zuvor zu sein, ein Gewicht, das auf seinem ganzen Sein drückte. Als die Klinge schließlich im hohen Bogen niedersauste, fand sich Lucien in einem stummen Gebet, dass Ygerna irgendwo Frieden finden mochte, wo der schwarze Ring sie nicht erreichen konnte. Es gab ein leises Plumpsen, als sich ihr Kopf vom Rumpf trennte und zu Boden fiel. Dann begann das Blut über den Steinboden zu fließen, mischte sich mit den roten Strähnen ihres Haars. Als Lucien aufblickte, dankbar, dass die Aufgabe nun hinter ihm lag, bemerkte er, dass alle Augenpaare im Raum nicht auf ihn und Ygernas gefallenen Leichnam gerichtet waren, sondern auf den Eingang der Kammer. Die Tür war aufgerissen worden, auch wenn Lucien hätte schwören können, dass er nichts gehört hatte. Und in der Tür stand Damien,
das Gesicht leichenblass. Der Junge stand dort für einige Augenblicke, die Fäuste fest an den Seiten zusammengeballt, ohne jeden Ton. Dann drehte er sich einfach um und ging. Lucien ließ das Schwert fallen und rannte zur Tür, doch der Junge war fort. Weil fast alle Paladine bei der Hinrichtung waren, hatte niemand den Jungen kommen und gehen sehen. Es war, als hätte er sich einfach in Luft aufgelöst. Lucien sank auf die Knie und stieß einen Fluch aus. Es war zu spät. Es würde keine schönenden Erklärungen mehr geben, keine Gespräche darüber, wie viele andere Frauen es da draußen gab, die ebenso gut oder besser für ihn geeignet waren. Der Junge würde jetzt aus dem, was er gesehen hatte, seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen. In letzter Sekunde, was für ein Glück. Ich dachte schon, er würde die Hinrichtung verpassen. Habt ihr sein Gesicht gesehen? Oh, was für ein Blick. Oh, er ist so richtig wütend. Dieser Lucien wird ordentlich sein Fett wegbekommen. Ich kann nichts sehen, ich kann nichts sehen. Kann mich nicht mal irgendjemand hochheben. Das wird gut, das wird so richtig, richtig gut. Ich denke, ich werde den Krieg, den ich für nächste Woche geplant hatte, wieder absagen. Das hier ist viel spannender. Ich mag diesen Damien nicht, er hat so einen verschlagenen Blick. Wirklich? Für mich ist dieser Lucien nur ein langweiliger Weltverbesserer, der nie wirklich irgendwas Interessantes macht. Hallo, hallo, hört ihr mich? Ich kann Rivelon nicht sehen! Oh, kann sich mal irgendjemand erbarmen und diesen Winzling hochheben, damit er nicht ständig mein Knie anstößt?